Jetzt haben wir schon eine 19-Punkte-Führung, wieder Fast Break abgeschlossen per Dank von Tatum. Was geht ab, Freunde? Das hier ist der Spielbericht zu Game 2 zwischen den Celtics und den Heat. Das Eastern Conference Finale ist damit ausgeglichen, denn wir hatten gestern einen 25-Punkte-Blowout der Celtics gegen die Heat. Ja, wer hätte es gedacht, wenn zu einer Mannschaft zwei Starter zurückkehren, die in Game 1 nicht dabei waren, dann kann diese Mannschaft tatsächlich ein bisschen besser spielen. Marcus Smart hatte ein überragendes Game, fast ein Triple-Double. Ich glaube, die Statline war 24, 12 und 9. Al Horford hat gefühlt nicht einmal daneben geworfen. Würde mich überraschen, wenn er überhaupt einen Fehlwurf hatte. Dazu kommt noch ein sehr gutes Spiel von Jason Tatum, von Jaylen Brown, Peyton Pritchard, ein bisschen Unterstützung von der Bank. Und so kam es dann auch, dass die Celtics schon in der ersten Halbzeit mit 25 geführt haben. Und das hatte so ein bisschen Phoenix Suns Game 7 Flashbacks. Also als die Suns in ihrer eigenen Halle mit 30 zurücklagen in Game 7. Und da habe ich mir auch gedacht, schon in der Halbzeit, wie will Phoenix da jetzt dagegen anhalten? Wie wollen die das aufholen? Die haben überhaupt nicht die Feuerpower in der Mannschaft, um einen 30-Punkte-Rückstand aufzuholen. Und nicht ganz so schlimm war es jetzt bei den Heat gegen die Celtics, also es bestand schon noch irgendwo die Chance, dass die Heat das drehen könnten, aber viel Hoffnung hatte ich ehrlich gesagt nicht und es kam dann ein relativ starkes drittes Viertel von Jimmy Butler, der nochmal 16 gemacht hat. Ist ganz witzig, weil ich habe gestern bei Shots Fired gesagt, Jimmy wird nicht nochmal 16 Punkte in einem Viertel machen, da lag ich falsch. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Recht bei Shots Fired mit meinen Takes, denn ich habe die Celtics vertreten und habe eigentlich eine Menge gesagt von dem, was jetzt hier eingetroffen ist. Und ehrlicherweise bin ich genauso schockiert wie Siebes hier im Thumbnail. Wir gehen einfach mal in die Highlights. Wir haben hier die Arena der Heat, die für mich eine der schönsten Arenen ist. Also ich war schon in der ein oder anderen NBA-Arena. Es gibt wirklich sehr schöne Arenen, aber die in Miami liegt halt auch genau am Meer und die ist schon wirklich sehr, sehr nice. So, Shoutout an PJ Tucker, der hier die ersten Buckets für die Heat macht und dann einfach gar nicht mehr gescored hat das ganze Spiel über. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Celtics heiß gelaufen sind. Also diese ersten paar Minuten, wundert euch jetzt nicht. Das ist jetzt noch nicht die krasse Celtic-Dominanz. Da ist noch relativ ausgeglichen hier alles mit den Heat. Aber so, Robert Williams hat ein gutes Game, vor allem auf der defensiven Seite. Da kommt auch gleich noch ein Play, was ich euch zeigen werde, wo ich dann dachte, so, ah, okay, das wird wahrscheinlich heute ein Celtics-Sieg. Und es hat dann... ja, so Mitte, Ende, erstes Viertel angefangen, dass die Celtics nicht mehr daneben werfen konnten. Und der Einzige, der halt tatsächlich dagegen halten konnte, war in irgendeiner Weise Jimmy Butler. Und das wird allgemein das große Problem sein für die Heat. Wie wollen sie diese Feuerpower von den beiden Jays, von einem Smart, bei dem es gut laufen kann oder wo was von der Bank kommen kann, wie wollen sie das kompensieren? Weil sie haben eigentlich nur Butler, sie haben Tyler Hero, der von Game zu Game einfach unterschiedliche Leistungen zeigt. Und dann haben sie noch Bam, der auch jetzt kein Scorer ist in dem Sinne. Also denen fehlt einfach die Feuerkraft meiner Meinung nach. Die meisten werden jetzt sagen, ja okay, die Celtics haben mal 20 Dreier in dem Spiel getroffen, was hätten die Heat machen sollen? Ja, zum einen ein bisschen besser verteidigen, weil viele dieser Würfe waren auch offen, manche waren auch hart verteidigt und die sind dann reingegangen. Das ist dann meistens so der Neckbreaker, da merkst du dann, wie das Momentum aus der gegnerischen Mannschaft so ein bisschen weggeht. Du merkst, dass die Crowd immer leiser wird, wenn dann solche hart contesteten Würfe reingeht. Aber die Heat lassen auch wirklich viel auf und da müssen sie vielleicht einmal justieren, mache ich mir aber keine Sorgen, dass Eric Spoelstra, der Coach von den Heat, das auf jeden Fall auch machen wird. Also hier haben wir den angesprochenen Tyler Hero. Und es war jetzt kein auffällig schlechtes Game von ihm oder so, aber es reicht halt nicht, wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, was er hatte. Was hatte er? 18 Punkte oder so? Oh shit, nein, es waren sogar deutlich weniger. Er hatte nur 11 Punkte. Und dann hast du halt Butler mit 29 und dahinter kommt relativ wenig. Und ich habe gestern auch gesagt, Jimmy Butler hatte im ersten Spiel 41 Punkte. Der wird nicht jedes Mal, aber 18 Mal an die Freiwurflinie dürfen. Und da hat er einen Großteil seiner 41 Punkte gemacht, nämlich 17 Stück, weil er 17 von 18 Freiwürfen getroffen hat. Und genau das ist auch passiert. Er ist eben nicht so viel an die Freiwurflinie gekommen in diesem Spiel, war nur 8 Mal da. Das ist auch sein Saisonschnitt ungefähr. Und dann kommst du eben nicht auf diese hohen Scoring-Zahlen. Und dann wird es halt schon schwer, wenn er keine 40 droppt oder zumindest 35 plus. So, hier haben wir Smart. Und jetzt so langsam geht dieser krasse Celtics-Run los. Also die hatten da entweder hier, ja doch, ich glaube hier schon hatten die einen 17-0-Run.
Und dann, apropos 17, kommt dann eben Tatum im zweiten Viertel und droppt halt alleine aus 17 Punkte. Genau, hier steht 17-0 Run in den letzten 3 Minuten 21. Butler beendet das hier, Gott sei Dank für die Heat. Hält sie so ein bisschen im Spiel. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Heat überhaupt mit der richtigen Energie da rausgekommen sind. Also könnt ihr ja mal gerne sagen, Heat-Fans, wie es euch ging, als ihr das Spiel gesehen habt. Für mich war das eigentlich Ende zweites Viertel, dachte ich mir, nee, da kommt nichts mehr von Miami. Wie wollen die das aufhalten? Hier wieder ein geiler Block von Robert Williams. Und er hat gleich noch einen. Und da war für mich wirklich dann schon der Moment, wo ich gedacht habe, ah, das wird heute wahrscheinlich nichts. So, Celtics führen hier mit 10. Scoren auch auf unterschiedlichste Weise. Viel von der Dreierlinie, aber auch immer mal per Drive, per Cut. Das hier ist das Play. Block von Robert Williams und dann Fast Break Tatum. Schließt easy per Layup ab. Und damit war die Führung bei 16 Punkten. Das klingt jetzt nicht besonders viel, aber du hast richtig gemerkt, wie ideenlos die Heat auf der einen Seite waren, weil sie überhaupt nicht in ihre Abschlüsse gekommen sind, weil die Celtics das so gut verteidigt haben. Und dann auf der anderen Seite hatten sie keinerlei Chance, Tatum oder sonst wen zu stoppen. Und es war so ein bisschen stellvertretend, dass Tatum da hochgeht, den Layup mehr oder weniger 1 gegen 0 abschließt, weil überhaupt keine Competition wirklich da war für ihn in dem Moment. Und wenn dann halt Pritchard nach dem Double-Team hier auch noch sowas trifft, wobei man hier den Heat zugute halten muss, dass sie hier gar nicht doppeln wollten. Warte mal, genau, so PJ Tucker ist hier verwirrt. Ja, wollte hier eigentlich nicht, dass Tyler Hero ihm hilft, aber okay. So, hier ist Hero, schöne Assist auf Jimmy. Aber abgesehen von Jimmy war es eben nicht viel. Und man kann Smart, oh, das war dieser harte Fall von Robert Williams, Gott sei Dank ist da nichts passiert. Man kann Smart und Horfords Impact auf diese Celtics Offense und Defense gar nicht hoch genug loben. Also selbst wenn sie mal nicht das beste Spiel haben, alleine, dass die beiden auf dem Feld sind, alleine ihre Präsenz und die Fähigkeit eben mit diesem Line-Up auch alles switchen zu können, das war ja in Spiel 1 so wichtig. Wenn ihr euch erinnert, in Spiel 1, wie viel Matchup-Hunting hat da stattgefunden? Also das bedeutet, dass Jimmy Butler oder sonst wer Tyler Hero auch immer wieder sich einen Block stellen lässt, bis eben kein guter Verteidiger mehr gegen ihn steht, sondern ein eher schlechterer Verteidiger. In dem Fall war das meistens Derek White, den sie gejagt haben, oder auch Peyton Pritchard, also die nicht so starken Verteidiger eben von den Celtics. In diesem Spiel hattest du Derek White gar nicht dabei, weil der Vater geworden ist, deswegen hat er nicht gespielt. Du hast Peyton Pritchard, aber mit limitierten Minuten und du hast halt die meiste Zeit eigentlich dieses krasse Lineup auf dem Feld, vor allem auf der Guard-Rotation, wo du halt Smart, Brown, Tatum, manchmal Grant Williams dann mit oben drin hast und egal, was du da versuchst, die switchen halt einfach alles und jeder, der dann da vor dir steht, ist ein guter Verteidiger und damit hatten die Heat so ein bisschen ihre Probleme, fand ich. So, schön durchgesetzt hier nochmal von Peyton Pritchard. Jetzt haben wir schon eine 19-Punkte-Führung. Wieder Fast Break abgeschlossen per Dunk von Tatum. Und jetzt ist es über 20. Und ja, man, die Halle wirkte ziemlich niedergeschlagen. Man muss auch sagen, die Heat natürlich überhaupt nicht die gleiche Fankultur in der Halle wie zum Beispiel Boston. Also da bin ich auch nochmal gespannt, wenn die Serie jetzt dann nach Boston wechselt, wie sich da die Heat machen werden. Vor allem auch die Rollenspieler, die ja jetzt in dem Spiel schon nicht so gut waren. Normalerweise sagt man dann immer, ja okay, wenigstens zu Hause. Also zu Hause sind die besser, aber also wenn das hier schon besser war, dann könnte das ganze Ding doch schneller vorbei sein als gedacht, weil dann hat Jimmy einfach zu wenig Hilfe in dem Spiel. So, Bam. Bam hatte halt 6 Punkte, weißt du, und das ist dein zweitbester Spieler. Das habe ich auch bei Schussfeiert gesagt. Der müsste dir viel mehr geben, tut er aber einfach nicht. Und da kann er noch so stark am Perimeter verteidigen. Die Celtics werden das schon irgendwie hinbekommen, dass sie nicht 1 gegen 1 gegen ihn spielen müssen. Und wie viel hilft er dir dann wirklich noch auf dem Feld? Ich finde es gerade krass, jetzt wo ich die Highlights nochmal sehe, dass ich genau das gleiche Gefühl habe wie beim Spiel gucken live. Nämlich, dass ich überhaupt nichts merke von Miami, dass hier irgendwas nochmal kommen könnte. Also hier war es die 25-Punkte-Führung, wurde jetzt kurz nochmal, glaube ich, verkürzt und dann haben es die Celtics aber wieder ausgebaut und haben sogar teilweise mit über 30 Punkten geführt.
Ja, und wenn solche Dinger dann gehen, also du hast schon gemerkt, so die Celtics dominieren hier einfach alles in dem Spiel. Wir können uns den Rest eigentlich ziemlich sparen jetzt von den Highlights, weil da nicht mehr besonders viel kam, abgesehen von dieser Leistung jetzt von Jimmy Butler im dritten Viertel. Aber die Heat insgesamt als Mannschaft waren einfach nicht auf dem Level, um in diesem Spiel jetzt irgendwas den Celtics streitig zu machen. Man muss sagen, letztendlich ist es nur ein Spiel. Das hat Eric Spoelstra danach in der PK auch mal wieder gesagt. Es ist ein Spiel. Ob sie jetzt mit 35 verlieren, mit 25 oder mit einem Buzzerbeater, es ist nur ein Spiel. Und er hat gesagt, die Veteranen in der Mannschaft, die wissen das und die können damit umgehen. Und jetzt ist es halt abzusehen oder muss man abwarten, ob die anderen Jungs, die jetzt noch nicht so erfahren sind, ob die in dieses gleiche Mindset kommen oder ob die jetzt super gestresst nach Boston gehen und da im TD Garden halt dann dieser krassen Boston-Crowd auch entgegenstehen und dann vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben mit der ganzen Situation. Aber Ende des Tages, ey, es war ein Game 2. Die Celtics, wichtig natürlich, dass sie den Heimvorteil, den Heat so ein bisschen geklaut haben. Wenn du eine Serie gewinnen willst, dann ist es auf jeden Fall ein Statement, wenn du eins der ersten beiden Spiele gewinnst. Finde ich immer ziemlich stark, vor allem halt in der gegnerischen Halle natürlich. Mein Pick für die Serie hat sich nicht geändert. Ich bleibe weiterhin bei den Celtics. Ich glaube einfach, dass sie größer, stärker, schneller, vielseitiger, gefährlicher in der Offense und defensiv mindestens genauso gut, wenn nicht besser sind als die Heat. Und sie haben den besten Spieler der Serie. Also all diese Faktoren sprechen für mich eigentlich dafür, dass die Celtics das machen sollten. Ich kann euch echt nochmal hier die neue Shots Fired Folge empfehlen, weil wir da quasi das komplette Thema durchgehen. Ich debattiere für die Celtics, Siebes debattiert für die Heat. Ich glaube, wir haben auch mehr oder weniger unsere eigenen Meinungen wirklich vertreten, um das mal so ein bisschen vorzugreifen. Das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Heute Nacht findet dann Spiel 2 statt zwischen den Warriors und den Mavs. Da bin ich sehr gespannt, was die Mavs für Anpassungen machen werden. Im Vergleich zum ersten Spiel, wo sie ziemlich untergegangen sind, wo sie nicht wirklich eine Antwort hatten auf diese Warriors Offense oder Defense. Es wird interessant sein zu sehen, was die machen. Deswegen, falls ihr das sehen wollt, kommt heute Nacht das Spiel und morgen früh dann natürlich der Spielbericht. Ich bin jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.